Wieder grüßt euch, Frauen, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Minecraft Hexenland. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Muss jetzt erstmal hier auf den Server draufkommen. Sollte doch jetzt funktionieren. Bitte. Ja, herzlich willkommen zu Folge 3 von Hexenland hier bei mir. Es gibt einige im Projekt, die haben schon viel mehr Folgen aufgenommen als ich. Die haben das halt eben in einem Rutsch gemacht. Bei mir ist es so, ich habe nicht so sehr viel Zeit, an einem Tag so viele Folgen aufzunehmen. Deswegen mache ich das immer so, dass ich 20 Minuten eine Folge lang aufnehme und die dann so schnell wie möglich render und hochlade, veröffentlichen. Naja, muss ich schauen, wann ich es reinbekomme. Und ja, es gibt zurzeit so ein paar Probleme, die es halt eben in so einem Projekt gibt, dass die Mitglieder zum Beispiel weggehen, was ich ein bisschen assi finde, aber naja, kann man nichts machen. Für diese Aufnahme habe ich mir vorgenommen, ein bisschen an meinem Haus weiterzubauen, damit zumindest mal das Grundgerüst fertig ist. 17 Steine reicht das? 19? Damit zumindest mal das Grundgerüst fertig ist und ich nicht hier so in einem halben in einer halben Ruine leben muss. Reicht das? Nein, sieht nicht ganz so aus. Ja, okay. Brauch noch ein paar. So, dann werde ich auch in der Folge zum ersten Mal in eine Mine gehen, um ein paar wichtige Rohstoffe zu sammeln. Denn ich bin, wie schon gesagt, ganz schön hinterher. Es gibt schon welche im Projekt, die haben eine Sieve-Rüstung und eine Scale-Rüstung. Die haben aber auch schon sehr viele Folgen im Voraus aufgenommen und auch schon hochgeladen, veröffentlicht, alles Mögliche. Deswegen muss ich jetzt den Rückstand ein wenig aufholen. Muss jetzt mal schauen, ob ich heute hier zwei Folgen aufnehme. Gleich, halt mit einer kurzen Pause zwischendrin. Ich muss auch noch was essen, ich bin gerade erst von der Schule heimgekommen. Deswegen muss ich schauen, bauen wir uns erstmal ein Fornaze, beziehungsweise zwei. Zwei Fornazes. Pflanze ich einfach mal dahin. Habe ich da irgendwelche Rohstoffe? Ich schmeiße jetzt hier einfach mal alles mit rein. Bogen habe ich leider keinen. Ja, ich brauche da noch ein bisschen Holz, um hier das Dach hier fertig zu machen. Mache ich dann irgendwann anders, aber ich möchte mich jetzt hier als erstes mal ein wenig ausrüsten, das war mit Absicht. Da haben wir mal Knochen. Ja, ist doof, ich habe keine Fackeln. Da ist Kohle, kann ich gebrauchen. Holz habe ich ja dabei, um mir ein paar Fackeln zu holen. Ja, Licht. Ich bin schon Level 3. Okay. Läuft gut. So, dann machen wir uns jetzt mal ein paar Fackeln. Ein paar Fäckelchen. Nein, Kohle bleibt hier. So. Ja, meine Spitzhacke ist auch schon fast kaputt. Geht ja mal gar nicht. Ich gehe ja so völlig unvorbereitet rein. Einfach nur, um den ganzen Rückstand aufzuholen. Ja. Nein, das war so klar. Okay. Das ist sogar Diamant. Wow, dann muss ich nur noch hier Eisen finden, damit ich Diamant abbauen kann. Jetzt gehen wir hier zuerst mal nach oben ans Tageslicht. Was zu essen habe ich ja. Stein habe ich. Habe ich noch Stein? Nicht mehr viel. Ah, noch zwei. Verdammte Axt. Oder verdammte Hacke, besser gesagt. Wartet. Ich bin hier gerade voll panisch. Stick. Machen wir uns noch welche. Dann hole ich mir jetzt als erstes mal eine Holzspitzhacke. Und baue hier einfach mal ein bisschen Stein weg. Ich brauche ja nicht viel.
Und es merkt auch keiner, wenn hier Stein weg ist. Hoffe ich doch mal. Ich hoffe, das Haus gehört keinem. Apropos Haus gehören, da muss ich ja dann auch noch ein Schild hinmachen, dass es meins ist und es keiner für sich beanspruchen soll oder darf. Besser gesagt. Stein habe ich 11. Komm, die 2 Steine nehmen wir noch mit. So. Dann machen wir uns hier mal eine Steinspitzhacke. Am besten sollte ich mir gleich ein paar auf Vorrat machen. Fail. Machen wir uns gleich mal 3. So. Dann geht's wieder runter. Bams. Bam. Und holen wir uns jetzt noch die Kohle, obwohl ich leuchte hier erstmal ein bisschen aus. Ah, da verschrecke ich die Fledermäuse. Was ist das? Weiß ich nicht. So, dann nehmen wir jetzt für die Kohle, nehmen wir hier die Holzspitzhacke. So. So, die Kohle machen wir hoch, damit ich hier eine Steinspitzhacke hinmachen kann. Jetzt wäre es nicht schlecht, Eisen zu finden. Irgendwo sollte es doch hier Eisen geben, da ist noch Kohle. Hole ich mir auch gleich noch. Da sieht es doch eigentlich gut aus. Da geht es noch ein bisschen tiefer runter. Weiter Kohle. Ist das Eisen? Nein, das ist Gold. Da unten ist eine Mine. Wieder Gold. Ich finde kein Eisen. Da haben wir eine Mine gefunden. Da ist wieder Diamant. Boah, wie viele Diamanten es hier gibt. Nehmen wir mal mit. Da ist nix. Jetzt habe ich sie aufgesammelt. Server leckt ein bisschen. Hier ist aber auch nichts weiter. Da gehe ich jetzt erstmal noch nicht rein. Denn ich bin ja auf der Suche nach Eisen. Eisenpopeisen. Aber die Kohle nehmen wir mit. Die brauche ich für den Anfang. So, Uhr. Ja, habe ich im Blick. Damit ich auch nicht überziehe. Ich werde dann hier mitten. Also hier live in der Aufnahme vom Server gehen. Dann wahrscheinlich noch eine Folge aufnehmen. Ja, muss ich schauen. Muss ich schauen, muss ich schauen. So. Das Essen wäre vielleicht nicht schlecht. Also jetzt hier im Real Life nachher. Es käst mich jetzt voll an, dass ich den Diamanten nicht ab. Bauen kann, nur weil ich hier kein Eisen finde. Und das ganze Redstone hier. Und das Gold. Ja. Ich mich halt auf die Suche nach Eisen begeben. Da ist Kohle. Kohle, Kohle. Nehmen wir mal einen Stack Kohle mit. Wie viel habe ich dann? 36. Okay. Saving World, alles klar. Hat mich gerade voll erschreckt hier. Weil bei mir hat sich jetzt gerade der Hintergrund geändert und auf einmal ist da die Farbe neben dem Fenster umgeschlagen, was mich ein bisschen verwirrt hat. Ja, könnt ihr jetzt nicht sehen, ihr seht hier nur das Minecraft-Bild. Aua! Dover Gravel. Dover Gravel. Dover Sand. Dover Sand, Dover Sand, Dover Sand. Ach ja. Gut. Nehmen wir mit. Hier. Genau neben dem NPC Haus habe ich den Gravel weggemacht und ist hier jetzt so ein Loch. Ein tiefes, tiefes Loch, wo man reinfallen kann. Ganz tief runter. So.
Da ist noch Kohle. Jetzt kommt es alles runtergefallen. Da steckt noch Kohle. Wie viel Kohle habe ich? 54. Okay, reicht fürs Erste. Eisen. Ist das, was ich begehre? Eisen gefindet. Sehr schön. Geh weg, Fledermaus. Fledermaus, geh weg, Papa. So, da ist noch Eisen. Nehmen wir mit. Ich komm schon da hoch. Ist nix. Mega leck. Das war jetzt nicht vom Server, das war von meinem PC. Enderman. Enderman, ich mach dich keiner und ich mach keiner so schnell an. Brauche Eisen. Gibt's hier irgendwo noch Eisen? Eisen, das ist Diamant. Eisen. Wie viel Eisen habe ich? Fünf. Das Kupfer. Brauche ich nicht unbedingt. Da ist Eisen. So, nehmen wir mit. Kann man immer gebrauchen. Da ist noch Eisen da oben, das Gold und so weiter und so fort. Muss man nur noch irgendwie da hinkommen. Ist die Spitzhacke kaputt. Unten ist Gold, sehe ich gerade. Sandstone, Sandstone. Komm mal her, Eisen. 15. Ist da unten noch was? Nein, da ist nichts mehr. Da oben vielleicht. Dass hier wirklich noch keiner die Höhle erkundet hat. Finde ich ein bisschen eigenartig. Da ist nichts mehr. Okay. Aua. Dummes Ding. Ist da vielleicht noch irgendwas? Das ist Kohle. Kohle. Eisen. Da ist Eisen. Da ist auch noch mal Eisen. Sehr schön. Eine Spinne ist da auch. Ein sehr geselliger Zeitgenosse. Hat schon zwei Schaden bekommen. So, tot. Das nehmen wir mit. Das Eisen hier. Das auch nochmal. Jawohl. Sehr schön. Copper Ore Berry. Tastes like. Toll. Wow. Warum habe ich eigentlich keinen Schaden bekommen? Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Ja, super. Ein Eisenohr bekommen. Das überall Diamant. Man merkt schon, in Hexit ist Diamant nicht so sehr wertvoll. Nein, so viel. Jetzt habe ich auch noch einen Button gemacht. Jetzt habe ich wieder fast keine Kohle. Aber da ist ja noch, das nehme ich mir jetzt mal mit. Ich brauche ja nachher auch noch Kohle, um das Eisen zu schmelzen.
So. Wow. Habe ich mich gerade leicht erschreckt. Ist das Eisen? Ja, das ist Eisen. Sehr schön. So, läuft doch gut. Jetzt nach den Anfangsschwierigkeiten. Jetzt finde ich hier auch mal die Metalle, die ich brauche. Kohle, Miet. Was mit muss, muss mit. So sieht's nämlich aus. Da ist noch was. Da auch noch Kohle. So. Kohle, Kohle nehmen wir mit. Kohle ist mein allerbestes Stück. Ganz genau so sieht's aus. 29 Eisen. Für den Anfang ist es eigentlich eine gute Ausbeute. Für jetzt hier in einer Folge. Muss man ja sagen. So. Dann mache ich mich wieder auf den Weg nach oben. Ich möchte nämlich nicht die Folge hier in der Höhle beenden. Das ist mir nicht ganz so geheuer. Es könnten ja Ungeheuer hier sein. Hoho. Frage ist jetzt nur, wo muss ich raus? Nein. War es da? War es da nicht? Nein, da war Sackgasse. Mit gezücktem Schwert geht er voran. Er ist der Tag und Fahrer. Mann, oh Mann. Endermann. Endermann. Endermännchen. Da muss ich hoch, ganz genau. Da war es doch. Von wo bin ich denn gekommen? Ach, von hier. Okay. Ja, stimmt, das ist die Anfangshöhle. Ja, klar. Sehe ich jetzt. Dann. Komm schon, hoch da. Verbauen wir uns das halt hier mal ein bisschen aus. Es ist Nacht geworden. So. Da wird ein Teil reingeschmissen, der andere Teil wird da reingeschmissen. Rest schmeißen wir hier in die Truhe. Alles, was ich gerade nicht brauche, das brauche ich auch nicht. Ich habe zu viele Fackeln. Okay. Soll mir eigentlich gerade recht sein. Das Feld angepflanzt, sehr gut. Dann hole ich mir mal hier ein bisschen Nahrung. Ein paar Kartoffeln. Und pflanzen wir auch gleich hier. Kann man die anpflanzen? Was ist denn das? Business Potato. Weiß zwar nicht, was das sein soll, aber in Ordnung. Ich kann ja dann mal hier kurz schauen, was ist das? Was kann man damit machen? Nix, so wie es aussieht. Wahrscheinlich nur Essen. Weizen nehmen wir auch mit. Kann nie schaden, genügend Nahrung vor sich hinten zu haben. Das nehmen wir hier runter und pflanzen das schöne Feld wieder an. Damit hier auch der nächste, der hier vorbeikommt, genügend Sachen zum Futtern hat. Und die Folge ist gleich vorbei. Mach mir nur hier nur noch ein bisschen was zu futtern. Essen braucht der Mensch. So, 12 Brote. Sitzen hier aus 10 Eisen. Skelett, habe ich gehört. Sollen sich hier auch rumtreiben. Machen wir das jetzt ganz einfach mal so.
Eisenspitzhacke, Eisenschwert. Ja, komm her, komm her. Stirb, Skelett, stirb. Jo, und tot. Und, mit dieser Action jetzt noch zum Schluss. Hust. Okay, das hole ich mir jetzt noch, den Rest vom Stück. Ja, ich muss jetzt nochmal sehen, ob ich noch eine Folge aufnehme, aber sieht gerade nicht so aus. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft Hexland. Wenn es wieder heißt Minecraft Hexland mit mir, dem Teilfahrer. Und nicht vergessen, liked, kommentiert, abonniert und wir sehen uns.